Ein wahrer Schatzkasten für Ferienkinder ist das Depot Pohlströer in Gelenau. Nachdem die gut vorbereiteten Weihnachts- und Osterschauen ausfallen mussten, hatte die Lopesa Sammlungs GmbH das Ausstellungskonzept bereits frühzeitig für das Jahr 2021 angepasst. So werden zur neuen verlängerten Sommerausstellungsperiode auch Themen dieser nicht stattgefundenen Expositionen gezeigt. Unter dem Thema Spielzeug trifft Volkskunst, vom Teddybär bis zum Weihnachtsberg, werden Einblicke in die verschiedenen Sammelthemen gewährt. Dabei warten viele Ausstellungsstücke mit Mechanik darauf, von den Besuchern wieder in Bewegung gesetzt zu werden. Darunter Karussells, Heimatberge und das Modell einer Dampflokomotive. Geöffnet ist das Depot Pohlströer in Gelenau bis 17. Oktober, immer mittwochs bis sonntags, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.